Die größte Herausforderung auf dem Parfummarkt ist, sich in dem riesigen Dschungel der veröffentlichten Parfums zurechtzufinden und den richtigen Duft für sich zu finden. Ich möchte dir deswegen heute mal 10 Düfte vorstellen, die so ein bisschen unterm Radar sind, die du aber auf jeden Fall kennen solltest, falls du das richtige Parfum für dich suchst. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ganz gerne reden wir mal über blöde Chanel, über Creed Aventus oder diese ganzen bekannten tollen Düfte. Aber es bleiben ganz gerne mal tolle Düfte auf der Strecke liegen, deswegen möchte ich das heute einfach nachholen und 10 Düfte vorstellen, die vielleicht nicht immer so häufig erwähnt werden, ich aber wirklich mal jetzt in den Vordergrund stellen möchte. Anfangen bei einem tollen Duft aus dem Hause Valentino, das ist nämlich der Uomo Born in Roma Intense. Das ist einer der, wenn nicht sogar der beste Duft von Valentino, der die letzten Jahre veröffentlicht wurde. Was dieser Duft aber für mich so besonders macht, ist, dass er die typische Valentino-Haus-DNA hat, das heißt zitrische Kopfnote und ich sag mal puderig, iris-vanillige Basisnote in Kombination, aber mit dieser fruchtigen, bärigen, tollen Kopfnote, die diesen Duft so besonders macht. Es hat so ein bisschen was, ich sag mal, Erdbeeriges. Sie sagen auch, dass ein bisschen Ingwer hier mit drin ist. Ne, das ist einfach wirklich eine ganz einzigartige Kopfnote, die so kein anderer Duft hat. Und das schätze ich wirklich an dem Valentino Born in Roma Intense. Und deswegen möchte ich ihn erwähnen. Ich glaube leider, dass er so ein bisschen unterm Radar ist. Deswegen möchte ich ihn heute nochmal wirklich vorstellen, weil in meinen Augen ist das ein ganz toller Duft für den Alltag. Mindestens genauso gut ist aber der nächste Duft von D-Squared. Das ist nämlich der Green Wood. Und ich habe ja auch ganz gerne mal die Wood- oder Toilette-Version vorgestellt. Es gibt ja auch Wood Original. Das ist so ein mattes Flakon, auch ein toller Duft. Aber was ich an dem Green Wood wirklich so schätze, ist, dass er jetzt perfekt in den Frühling reinpasst, der jetzt kommt. Er hat eben zitrische Kopfnote. Er ist ein bisschen weniger balsamig, weich, puderig als die Eau de Toilette-Version, hat dafür aber so eine gewisse pfeffrige Basis mit drin, so ein bisschen Würze. Und ich finde genau diese Kombination Würze zusammen mit Zitrik wirklich einzigartig. Was auch schön ist an diesen D-Square-Düften, die sind relativ günstig. Also während die Mode von denen ja doch eher, ich sag mal, hochpreisig ist, sind die Düfte, ich sag mal so, zwischen 40 und 60 Euro zu haben, was ich echt vollkommen okay finde. Und jetzt gerade wirklich für den Frühling, das ist eine DNA, die man so eigentlich nirgends riecht. Ich habe die auch noch, glaube ich, bisher erst ein oder zwei meiner Parfümerie gesehen. Also sind auch gar nicht mal so viel vorhanden. Und dafür wirklich eine tolle Empfehlung. Flakons toll verarbeitet. Du hast hier oben wirklich Holz dran. Du hast eine magnetische Cap dran. Also ich muss wirklich sagen, was D-Squared hier mit den Düften rausgebracht hat, da bin ich echt überzeugt von. Preispunkt ist gut. Düfte sind gut. Flakons sind gut. Ja gut, was will man eigentlich mehr? Ne? Das ist bei meinem heutigen 8. Platz mindestens genauso, wenn er auch ein bisschen teurer ist. Das ist nämlich der Gladiator von Zoradora. Und ihr habt ja bei mir schon ab und an mal den Prosiliant gesehen. Das ist ja ein toller Gourmand-Duft. Ich habe mir jetzt aber mal selber den Gladiator gekauft, weil ich irgendwie so neugierig war, wie dieser Duft riecht. Und das Spannende ist, er ist so eine Mixtur aus ganz vielen Düften. Also du riechst so ein bisschen Aventus mit raus, du riechst so ein bisschen Zettle mit raus, du riechst so ein ganz klein bisschen von auch dem Percival raus von Parfums de Mali und auch so ein ganz klein bisschen Green Irish Tweed. Und ich finde diese vielen Duftfacetten, die hier zusammengefasst sind in einen Duft, wirklich einzigartig. Ich glaube, das ist so ein Duft für Menschen, die eher weniger Düfte in der Sammlung drin haben wollen, die eben nicht die ganzen eben genannten einzeln haben wollen, sondern sagen, okay, ich will ein bisschen Frische, ich will ein bisschen Puderigkeit, ich will ein bisschen Aquatik, das Ganze auf einem extrem hohen Niveau. Ich glaube, dann kann man sagen, ist der Zoradora Gladiator wirklich richtig für dich. Aber abseits davon hat der Gladiator mich jetzt auch in der letzten Zeit 2-3 Mal im Alltag begleitet. Und was ich hier auch wirklich geschätzt habe, ist, dass die Haltbarkeit echt gut ist. Und das ist wirklich bei diesen frischen Düften immer so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, die riechen immer ganz gut und so, aber oftmals nach ein paar Stunden sind die weg. Das Gladiator ein bisschen anders, der hat mich den ganzen Tag begleitet. Von daher vielleicht hier auch, was Preis-Leistung angeht, ein bisschen besser. Wenn er natürlich auch ein bisschen teurer ist, will ich jetzt gar nicht schönreden. Der nächste Duft aus dem Hause Narciso Rodriguez ist einer meiner persönlichen Lieblings-Moschus- Düfte. Das ist nämlich der Pleu Noir oder Toilette Extrem. Wir haben hier eine aquatische, frische DNA. Man könnte sagen, aquatisch, leicht, zitrig. Das, was man so bei diesen ganzen typischen Aquaten erwarten würde. Dazu aber diese trockene Moschusnote. Und ich habe für mich diese trockenen, kreidigen Düfte irgendwie gefunden. Also zum Beispiel auch den Roja Parfums Elysium Eau Intense. Der hat ja auch so eine kreidige, trockene Basis. Aber auch sowas wie zum Beispiel Oud Mineral. Da kommt wahrscheinlich bald auch nochmal ein Video zu. Ich finde es echt mal eine gute Abwechslung von diesen ganzen typischen Aquaten mit so einer Fougère Lavendelbasis irgendwie. Und da passt der Narciso Rodriguez Pleu Noir EDT extrem wirklich perfekt auch mit rein. Trocken, kreidig, trotzdem aquatisch, frisch. Super Alltagsduft, der ein bisschen anders ist als das, was man vielleicht so kennt von einem typischen Alltagsduft. Übrigens muss man bei Narciso Rodriguez auch sagen, dass sie ein relativ großes Line-Up haben an verschiedenen Düften. Die haben alle diese gewisse kreidige Trockenheit mit drin. Teste dich da mal gerne durch. Da muss nicht nur der EDT extrem, sondern auch EDT. Es gibt auch EDP oder so. Die sind alle echt gut und auf jeden Fall testenswert. Genauso testenswert ist aber auch der nächste. Das ist nämlich der Givenchy Gentleman
Eau de Toilette Intense. Das ist der fruchtigste, man könnte auch sagen sommerlichste, frühlingsartigste Givenchy Gentleman. Die anderen, zum Beispiel die Boisé-Variante, die hat ja einen wunderschönen Kakao mit drin. Der Reservé Privé baut eben auf diesem nussigen Scotch-Akkord auf. Das Originale eben mit einer schönen Alkoholnote. Das hier eben auf einem schönen, fruchtigen Duftakkord. Der baut eben wunderschön auf der originalen DNA mit auf. Vielleicht wer auch das originale Givenchy Gentleman kennt, ich habe das mir ja auch mal vor kurzem gekauft, wird vielleicht auch sehr überzeugt sein. Und falls du das Originale magst, ist auf jeden Fall auch die Eau de Toilette Intense Version eine tolle Empfehlung. Er ist nicht ganz so intensiv wie jetzt zum Beispiel Reservé Privé, aber immer noch intensiver als die Eau de Toilette Version. Und wenn er auch ein bisschen weniger, ich sag mal, süß und ein bisschen weniger fruchtig ist als das Originale, kann man wirklich sagen, in meinen Augen, falls du einen, ich sag mal, fruchtigen Irisduft suchst, ist das hier, glaube ich, die beste Empfehlung, die ich dir da aussprechen kann. Vom Iris zum Nadelwald möchte ich mit meinem nächsten Duft gehen. Das ist nämlich der Bottega Veneta Pour Homme Eau de Toilette. Nadelwald fasst diesen Duft eigentlich ziemlich gut zusammen. Trocken, holzig, nadelig, grün, leicht moosig, und das ist wirklich die Stärke von diesem Duft. Für mich zeichnet diesen Duft aus, dass er zwar auf der einen Seite ein Designerduft ist und ziemlich massentauglich, könnte man schon sagen, aber eine DNA hat, die man eigentlich so gar nicht bei einem Designerduft erwarten würde. Denn er ist natürlich ein bisschen aquatisch, ein bisschen frisch, wird aufgefangen von so einem leichten, ich sag mal, frischen Lavendelbett, ein bisschen Süße mit drin, aber eben einem tollen nadelwaldigen, man würde vielleicht auch sagen, ein bisschen rauchig, weihrauchigen mit drin. Und die Haltbarkeit von dem ist auf meiner Haut, auf meiner Kleidung zumindest, wirklich ziemlich gut. Mit dem komme ich super über den Alltag drüber. Ist leider ein bisschen teurer, das ist immer so ein bisschen das Manko bei Bottega Veneta. Und ich habe den Duft jetzt schon ein, zwei Mal in Parfümerien gesehen. Das heißt, vielleicht, falls du mal einen Ausflug in deine Lieblingsparfümerie wagen möchtest, vielleicht ist er da auch, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu testen. Ich habe diesen Duft ehrlicherweise noch nie bei wem anders gerochen. Vielleicht bald bei meinem Arbeitskollegen, der meint schon, er will sich den vielleicht kaufen, jetzt nachdem ich ihn den mal zum Testen gegeben habe. Ja, auf jeden Fall ganz toller Duft. Fasziniert nicht nur mich anscheinend, deswegen auf jeden Fall was ich dir nicht vorenthalten möchte. Der nächste Duft geht immer so ein bisschen zwischen seinen ganzen bekannteren Brüdern unter. Das ist nämlich der Ombre Leather von Tom Ford. Ich erwähne ja ganz gerne den Tusken Leather, aber natürlich auch sowas wie Ombre Nomad. Das sind auf jeden Fall die beiden Lederfavoritendüfte. Und dann geht dann ganz gerne mal so ein bisschen unter, dass es natürlich auch den Ombre Leather gibt in der normalen Eau de Parfum, aber auch Parfum-Version. Die Parfum-Version hat ein weißes Label hier vorne. Beides sind tolle Düfte und er baut eben auf diesem typischen Duftakkord Himbeere zusammen mit Leder auf. Hier eben ein bisschen, ich würde mal sagen, weniger fruchtig, dafür süßer, und er hat so ein bisschen was von so einem Chesterfield-Sofa irgendwie. Ich glaube, falls du Bock auf so einen Duft hast, der genauso riecht, so Lederhandtasche, Chesterfield-Sofa irgendwie, genauso riecht es, hat totalen Charme, ist eben nicht ganz so fruchtig wie seine großen Brüder, in Anführungszeichen, oder bekannteren Brüder, würde man vielleicht auch sagen. Aber auf jeden Fall ein Testwert, falls du mal Bock hast auf Lederdüfte. Es gibt oftmals eben Düfte, die mehr im Hype sind als der. Trotzdem nicht abschreiben, toller Duft auf jeden Fall zu testen, falls du wie ich Lederdüfte ins Herz geschlossen hast. Weiter von einem dritten Platz mit einem Duft aus dem Hause Creed, der ganz selten erwähnt wird in Deutschland. Das ist nämlich der Himalaya. Ich habe den Duft in Amerika zum allerersten Mal kennengelernt, jetzt nicht als ich da war, sondern von den britischen und amerikanischen Kollegen, denn dort ist er ziemlich bekannt, dort wird er auch ziemlich häufig erwähnt. Hierzulande ist das irgendwie ein bisschen anders. Ich wurde ehrlicherweise noch nie in den Kommentaren nach dem Himalaya gefragt, möchte ihn aber wirklich mal erwähnen, denn was dieser Duft schafft, ist so ein bisschen so ein 90s-Vibe zurückkommen zu lassen. Er hat was wirklich gletscherartig, mentholiges mit drin, und ich weiß auf jeden Fall, warum sie das Himalaya genannt haben, denn es wirkt wirklich so ein bisschen, als würdest du an Eis riechen. Also ne, du kennst vielleicht im Winter, du nimmst dir so eine Hand Eis und es wirkt auch immer so ein bisschen erdig, es wirkt ein bisschen mentholig. Die Nase wird so extrem gekühlt und genauso riecht das Ding irgendwie. Und dieser Duft war damals ein Duft, den ich mir gekauft habe. Und ich habe so ein Bild gehabt nach den ganzen Beschreibungen, wie der ist, so puderig, wässrig, eisig, mentholig. Und obwohl ich diesen Duft noch nie gerochen habe, wusste ich genau, wie dieser Duft riecht. Total spannend eigentlich. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal einfach Düfte in die Hand nehmt und denkt, genauso habe ich mir das vorgestellt, genauso. Und so war das auch bei dem Duft. Damals haben die, ich sag mal, amerikanischen Kollegen den sehr gut beschrieben. Das macht ihn für mich aber umso charmanter und auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Der nächste Duft, obwohl er eigentlich von einem großen Label ist, ist in Deutschland immer noch nicht so ganz angekommen, habe ich im Gefühl. Das ist der Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum Intense. Dieser Duft hat im Vergleich zu dem Y Eau de Parfum weniger Süße mit drin. Wir haben keine Apfelnote mehr, dafür aber eine schöne aquatische, leicht kräuterige Basis zusammen mit einem Main Player, der Salbei heißt. Salbei, die Duftnote des Jahres 2023, das ist auf jeden Fall hier auch ersichtlich, und ich finde, das ist eines der besten Designer-Releases des vergangenen Jahres, weil er es tatsächlich schafft, diese Salbei-Note toll umzusetzen, eine einzigartige DNA zu schaffen. Und wenn ich dieses, ich sag mal, Salbei-Frische riechen würde,
würde ich sofort, also das ist einzigartig, ja. Das, also auch wenn man ganz gerne sagt, Duschgelduft und total generisch und sowas, ja, ist es nicht. Also ich meine, das ist halt diese typische Haus-DNA von Yves Saint Laurent, dieses weiche, schleierartige, total unfassbare irgendwie und trotzdem dieser Markenkern irgendwie mit drin. Das schafft der Duft genauso, mindestens so gut wie das Y Eau de Parfum. Und ich glaube wirklich, dass dem Duft ein bisschen zu Unrecht getan wird, weil er halt nicht so süß ist, nicht ganz so lautstark ist und auch wenn es im Namen steckt, ist er eben nicht so intensiv wie eben das originale Y Eau de Parfum. Auf meinem heutigen ersten Platz möchte ich weitermachen mit einem Duft, den ich entdeckt habe, der mich qualitativ umgehauen hat. Das ist nämlich der Hugo Boss Reversed. Ich konnte es nicht fassen, als ich diesen Duft damals bekommen habe, denn er wurde auf Parfumo verglichen mit dem Roja Illusion. Und ich dachte so, ja komm Leute, eine Roja Illusion kopiert für irgendwie 20, 30 Euro. Was soll das? Wen wollt ihr verarschen? Ja, aber was soll ich sagen? Wenn ich mir den mal so aufsprühe, übrigens, mega geiler Sprühkopf. Also guckt euch das mal an. Alter Falter. Ja, es ist halt so, diese Grund-DNA vom Roja Illusion, Parfum Cologne muss man jetzt sagen, ist halt mit drin. Dieses zitrische, total hochwertige, irgendwie natürliche, bisschen Grapefruit mit drin. Er hat nicht ganz das aquatisch Frische. Er ist ein bisschen, ich würde mal sagen, holziger. Aber, also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, der kostet halt auch nur 20, 30 Euro und eben nicht 350 oder 325 Euro wie das Roja Illusion. Also, worüber reden wir hier? Und muss wirklich sagen, also ich glaube, für so einen Sportduft, also so wenn du irgendwie gerade im Fitnessstudio bist, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, im Sommer irgendwie unterwegs bist oder sowas, kauf dir das Ding, werf das in die Tasche und du wirst super zufrieden sein, denn die Haltbarkeit hiervon ist halt nicht zu lang, nicht zu intensiv, es gibt ja eben diesen frischen Boost, gleichzeitig eben mit einer unfassbar hochwertigen DNA und das ist ein Designerduft, bin ich ganz ehrlich mit euch, der ist massiv unterschätzt. Ich glaube, viele von euch werden den kaufen und werden sagen, Jan, mega geil. Also für genau diesen Anwendungsfall, kurze Frische, sommerlich, leicht und hat eine gute Sillage, ist aber nicht zu aufdringlich, nicht zu lang haltbar. Ja, genau das tut der Duft. Toll, wirklich ganz klare Empfehlung und toller Preispunkt, muss man auch dazu sagen. Was soll ich weiter dazu sagen? Viele von euch haben den ja auch schon mal getestet in den Kommentaren. Freut mich immer so ein bisschen, solche Empfehlungen aussprechen zu können. Schreibt mir jetzt aber mal gerne in die Kommentare, welche Düfte du nicht siehst, muss man ja eigentlich schon fast sagen, welche schon am Radar sind und welche du dir gern mehr wünschen würdest auf YouTube. Ich habe mich ja heute eher bei Designern und ich sag mal bekannten Nischenlabels bedient, aber muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass einige dabei waren, die vielleicht einige von euch auch mal wieder überrascht haben. Danke dir soweit fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. We'll be right back.